Also ich habe das ja eigentlich nicht gelernt und habe vor 16 Jahren angefangen. Und jetzt stehe ich eigentlich da und denke mir, ich habe voll viel erreicht da. Jetzt arbeite ich in einem Zwei-Hauben-Lokal und habe eigentlich mit nichts angefangen. Und das ist voll super, das ist ein voll super Gefühl. Das taugt mir voll. Also ich habe als Koch begonnen, nach zweieinhalb Jahren habe ich aufgehört. Ja, ich habe Allergie gekriegt gegen Eisen und Nickel. Ich frage mal, ob ich HGA vielleicht machen kann. Und es hat super gepasst. Es ist mir nie ein Gefühl gegeben können, dass man ihn braucht. Wir halten zusammen, wir sind ein gutes Team und das ist einfach einmalig. Wird an die Blöcke geredet oder sonst irgendwas. Und das habe ich wirklich selten in einem Betrieb erlebt. Dadurch, dass ich jetzt schon wirklich viel ausprobiert habe. Aber es war jetzt nie so da, wo ich mir dachte, wow, da kann ich wirklich was dazulernen, da kann ich mich selbst entwickeln. Da habe ich die erste Erfahrung erst im Monday gemacht. Wenn ich wieder meine Lehre mache, dann mache ich das sicher wieder beim Monday. Ich bin jeden Tag mit einem guten Gefühl rausgegangen und habe mir gedacht, ja passt, haben wir auch wieder hingekriegt, auch wenn mal irgendwas schief gegangen ist. Und was man so von anderen Küchen hört, dass Pfandeln geschmissen werden und irgendwas, das gibt es bei uns nicht. Jede Abteilung in einem Hotel ist immer die wichtigste und hat immer am meisten Arbeit. Und beim Essen kommen dann auch mal so Geschichten auf. Bei uns ist zwar jetzt gerade viel und viel Arbeit, aber bei denen auch. Und jetzt müssen wir schauen, vielleicht können wir einer irgendwo helfen. Ich glaube, das macht es aus. Das ist, jeder hat das Gefühl, das ist ein Teil. Er ist Teil des Ganzen. Spricht er dafür, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter haben. Bin ich seit 1992 bei Monday Ferienclub und bin ich ganz stolz dafür. Und wir sind auch so sehr glücklich, dass es bergauf geht und Monday Club und immer neue Häuser und Restaurant wird vergrößert. So wird viel investiert in Zukunft und auch in Mitarbeiter. So. Ich weiß, dass alle unsere Mitarbeiter in allen Abteilungen einen wichtigen Beitrag für unseren Betrieb leisten, sonst würde es unseren Betrieb nicht geben. Das sind Mitarbeiter, die viele Jahre im Betrieb sind, die kennen den Betrieb ganz genau, sind ganz, ganz wichtige Wissensträger. Das sind auch Lehrlinge, die mir zeigen, wie groß deren Einsatz ist, wie viel Spaß sie an der Arbeit haben. Und somit habe auch ich mehr Spaß an der Arbeit und lerne immer wieder. Ja. Ich fühle mich jetzt wie bin ganz Leben da. Das ist Wahnsinn. Dass du hast gar keinen Bauchschmerzen, wenn du gehst und stelle. Ein sehr schönes Gefühl. Das Beste an meinem Job. Das sage ich jetzt selber. Kommt wieder mal. Es ist jeden Tag in der Früh der Ausblick.